Die IG Metall erklärt, wie Werkverträge Belegschaften spalten. Das ist Ralf und das ist Sven. Beide montieren beim Autobauer Turbomobile die Räder an die Autos. Ralf hinten, Sven vorne. Ralf und Sven machen genau die gleiche Arbeit, aber zu ganz unterschiedlichen Bedingungen. Ralf arbeitet festangestellt bei Turbo. Dort kümmert sich ein Betriebsrat um ihn. Seine Arbeitsbedingungen sind im Flächentarifvertrag der IG Metall geregelt. Sven ist dagegen bei der Firma Knauser Logistik angestellt. Turbomobile hat Knauser per Werkvertrag beauftragt, die Vorderräder zu montieren. Knauser Logistik hat keinen Betriebsrat und auch keinen Tarifvertrag mit der IG Metall. Dem fertigen Auto sieht man nicht an, dass Turbo die Montage der Vorderräder an Knauser vergeben hat. Es hat 4 Räder. Doch für Sven ist es ein gewaltiger Unterschied. Als Beschäftigter bei Knauser macht er die gleiche Arbeit wie Ralf bei Turbo. Aber er muss länger arbeiten, verdient deutlich weniger, hat weniger Urlaub und bekommt kein Weihnachtsgeld. Das finden Ralf und Sven ziemlich ungerecht. Aber wie kann das sein? Ursprünglich gab es Werkverträge nur, damit Turbomobile andere Unternehmen für Arbeiten beauftragen kann, die nichts mit dem Bau von Autos zu tun haben. Zum Beispiel für das Streichen der Werkhalle. Dass Turbo die Montage der Vorderräder per Werkvertrag auslagert, hat aber einen ganz anderen Grund. Das Management möchte die Kosten drücken, um den Profit zu maximieren. Ralf macht sich Sorgen. Wenn der Profit weiter steigen soll, welchen Schritt lagert Turbo als nächstes aus? Vielleicht die Montage der Hinterräder? Was wird dann aus ihm und seinen Kollegen bei Turbo? Die IG Metall sagt Stopp. Schluss mit dieser Billigstrategie auf Kosten der Beschäftigten. Schluss mit der Spaltung von Belegschaften. Ralf, Sven und ihre Kollegen bei Turbo wie auch bei Knauser verdienen eine faire Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen. Yeah! IG Metall. Gegen den Missbrauch von Werkverträgen. Für faire Arbeit und Mitbestimmung. Für alle.